löse die Gleichung x plus Quadratwurzel von 3x plus 10 geteilt durch x minus Quadratwurzel von 3x plus 10 gleich x plus 1 geteilt durch x minus 1. Beginnen wir mit den Existenzbedingungen dieser Gleichung. Der Nenner x minus 1 darf nicht 0 sein, was bedeutet, x muss verschieden sein von 1. Da und da sehen wir die Quadratwurzel von 3x plus 10. Dieser Radikant 3x plus 10 muss also größer gleich 0 sein. Und das ist der Fall dann und genau dann, wenn x größer gleich minus 10 Drittel ist. Dieser Nenner x minus die Quadratwurzel von 3x plus 10 darf nicht 0 sein. Suchen wir also die x-Werte, für die diese Differenz 0 ist. Dazu lösen wir diese Gleichung, indem wir zuerst diese Quadratwurzel rechts rübersetzen und dann beidseitig im Quadrat erheben. So erhalten wir diese Gleichung zweiten Grades. Aber Vorsicht, wenn man eine Gleichung im Quadrat nimmt, dann hat man vielleicht Lösungen hinzugefügt. Lösen wir diese Gleichung zweiten Grades, indem wir sie so schreiben, denn so sieht man, falls diese Gleichung zwei Lösungen hat, so muss deren Summe 3 sein und deren Produkt minus 10 sein. Das können nur 5 und minus 2 sein. Wir müssen aber überprüfen, ob diese zwei Werte wirklich Lösungen dieser Gleichung sind. Schauen wir zuerst für 5. 3 mal 5 macht 15, plus 10 macht 25, die Quadratwurzel von 25 macht 5. Also, indem wir x durch 5 ersetzen, finden wir 5 minus 5 gleich 0 und das stimmt. Also ist 5 Lösung. Jetzt minus 2. 3 mal minus 2 macht minus 6. Minus 6 plus 10 macht 4. Die Quadratwurzel von 4 macht 2. Indem wir also da und da x durch minus 2 ersetzen, erhalten wir minus 2 minus 2. Und das macht minus 4 und nicht 0. Minus 2 ist also keine Lösung dieser Gleichung, das heißt, der Wert minus 2 ist zu verwerfen. Die einzige Nullstelle von diesem Binom ist also 5. Dieses Binom darf aber nicht 0 sein, woraus wir also schließen, dass x nicht 5 sein darf. Wir fügen jetzt diese erste, diese zweite und diese dritte Existenzbedingung zusammen und finden so, dass der Definitionsbereich dieser Gleichung, das Intervall von minus 10 Drittel eingeschlossen bis plus unendlich, natürlich ausgeschlossen, aus dem wir die Zahlen 1 und 5 wegnehmen müssen. Das ist der Definitionsbereich unserer Gleichung. Halten wir diesen Definitionsbereich hier fest. Jetzt lösen wir die Gleichung. Zuerst setzen wir diesen Bruch links rüber. So erhalten wir diese Gleichung. Diese zwei Brüche machen wir gleichnamig, setzen auf denselben Nenner rechts und so dürfen wir den dann fallen lassen, denn wir arbeiten in diesem Definitionsbereich. Das führt dann zu dieser Gleichung. Hier wird alles verteilt und jetzt sehen wir x² minus x², diese beiden sind weg. Hier sehen wir minus diese Wurzel und hier plus diese Wurzel, die sind also ebenfalls weg. So bleibt x mal Wurzel
plus x mal Wurzel, also 2x mal Wurzel, und hier bleibt minus x minus x, also minus 2x. Somit führt diese Gleichung zu dieser da. Und diese können wir durch 2 teilen und wir können ein x ausklammern. Das führt dann zu diesem Nullprodukt. Das Produkt dieser beiden Faktoren ist 0. Dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn dieser zweite Faktor 0 ist. Also so. Hier lösen wir diese Gleichung, indem wir minus 1 rechts rübersetzen und dann beidseitig im Quadrat erheben. Also nochmal, Vorsicht, erhebt man eine Gleichung im Quadrat, hat man vielleicht Lösungen hinzugefügt. Also müssen wir am Ende überprüfen, ob der gefundene Wert wirklich diese Gleichung erfüllt. Diese Gleichung führt dann zu 3x gleich minus 9, das heißt x gleich minus 3. Überprüfen wir. 3 mal minus 3 macht minus 9, plus 10 macht 1, die Quadratwurzel von 1 ist 1 und 1 minus 1 macht effektiv 0. Somit haben wir also diese zwei Lösungen gefunden, x gleich 0 und x gleich minus 3. Jetzt müssen wir noch überprüfen, ob diese zwei Lösungen effektiv zu diesem Definitionsbereich gehören. Tun Sie, beide liegen in DOM-Index x. Also können wir beide Werte in der Lösungsmenge unserer Gleichung festhalten.